Heute geht es wieder um spektakuläre und grausame Mörder- und Mordfälle aus jedem deutschen Bundesland. Viele der Taten haben für großes Entsetzen in ganz Deutschland und weit darüber hinaus gesorgt. Doch oftmals sind die Fälle schon in Vergessenheit geraten. In diesem Video tauchen wir wieder in die Abgründe der deutschen Kriminalgeschichte ein. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Im September 1980 findet in München das alljährliche Oktoberfest statt. Neben vielen Prominenten sind unter den Gästen Menschen aus ganz Deutschland. Doch am 26. September kommt es zu einem der folgenschwersten Attentate der Bundesrepublik. Gegen kurz nach 22 Uhr detoniert nahe des Haupteingangs eine Bombe, die sich in einem Papierkorb befunden hat. Insgesamt werden bei der Explosion 13 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Viele davon schwer. Die Obduktion ergibt, dass der Täter unter den Toten ist. Es ist der 21-jährige Gundolf Köhler. Als die Bombe explodiert ist, hat er sie gerade in den Papierkorb legen wollen. Laut Zeugenaussagen ist Köhler einige Stunden vor dem Attentat in der Nähe des Tatorts zusammen mit anderen Personen gesehen worden. Beim Täter handelt es sich um einen Studenten, der die Tat abschließenden Ermittlungen zufolge aus rechtsextremen Motiven heraus begangen hat. Zunächst sind die Ermittler von einem erweiterten Suizid ausgegangen. Doch viele Indizien haben dann für Mittäter bzw. Mitwisser gesprochen. Unter anderem sollen zwei Männer direkt nach der Explosion der Bombe an Köhlers Leichnam gestanden und gesagt haben: „Das wollte ich nicht, ich kann nichts dafür." Doch die bis 2020 andauernden Ermittlungen konnten Mittäter weder identifizieren noch ausschließen. Es gilt jedoch heute als erwiesen, dass Köhler den Anschlag begangen hat, um die politische Lage zu beeinflussen. Ziel war es offenbar, dass der Anschlag den Linken in die Schuhe geschoben wird. An der Stelle, wo die Bombe damals explodiert ist, steht heute ein Denkmal, das an alle verletzten und getöteten Opfer erinnern soll. Am 11. März 2009 ereignet sich ein grausames Attentat, das als Amoklauf von Winnenden in die Geschichte eingehen wird. Der 17-jährige Tim Kretschmer betritt bewaffnet die Albertville-Realschule, an der er bis vor kurzem selbst noch Schüler war. In drei verschiedenen Klassenzimmern schießt er wahllos auf die dort anwesenden Schüler und Lehrer. 8 Menschen erliegen noch vor Ort ihren Verletzungen, 4 sterben auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach nur wenigen Minuten treffen bereits erste Polizisten ein. Die Beamten haben aus den Anschlägen von Erfurt und Emstetten gelernt und sind sofort in das Schulgebäude eingedrungen, ohne auf Spezialkräfte zu warten. Als Kretschmer die Beamten bemerkt, schießt er auf sie und verlässt dann die Schule. Nachdem er einen Mann tötet, flieht er mit einer Geisel ins rund 100 Kilometer entfernte Wendlingen. Dort betritt er gegen kurz nach 12 ein Autohaus und tötet auch dort 2 Menschen. Anschließend leistet er sich mit den eintreffenden Polizisten einen Schusswechsel. Nachdem er mehrfach getroffen wird, tötet Kretschmer sich gegen 13 Uhr selbst. Laut Ermittlungen ist sein Vater Sportschütze gewesen und hatte einige Waffen zu Hause. Kretschmer selbst soll zeitweise vor dem Attentat in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Insgesamt hat Tim Kretschmer 15 Menschen getötet und 11 verletzt. Abgesehen von den tausenden Menschen, die seelisch verletzt worden sind. Die Familie Kretschmer ist damals unter einer anderen Identität weggezogen. Über das Motiv des Täters gibt es fast keine Informationen. Da Kretschmer jedoch fast nur Frauen und Mädchen ermordet hat, könnte Frauenhass ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein. So die Meinung einiger Gutachter. Neben Robert Steinhäuser ist Tim Kretschmer für einen der schlimmsten Amokläufe an einer Schule in Deutschland verantwortlich. Frank Schmökel wächst in den 60ern als Sohn eines Polizisten im brandenburgischen Strausberg auf. Bereits als Teenager fällt er auf, da er sich sexuell zu Tieren hingezogen fühlt. Mit 16 ist er das erste Mal im Gefängnis, nachdem er sich an einem Mädchen vergehen wollte. Als er aus der Haft entlassen wird, zeigt er sich jedoch kein Stück geläutert. Das Landgericht Frankfurt-Oder verurteilt ihn wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern zu 5 Jahren. Doch 1994 flieht Schmökel während eines Freigangs aus der Haft und missbraucht erneut ein Mädchen. Dieses Mal hat er auch versucht, sie umzubringen. Seine Haftstrafe wird auf 14 Jahre verlängert.
Bis zum Jahr 2000 flieht er noch ganze dreimal aus diversen Anstalten. Kurz darauf erhält er jedoch wieder einen Freigang. Dabei verletzt er seine Mutter und einen Pfleger mit einem Messer. Auf der Flucht erschlägt Schmökel einen Rentner in Strausberg. Daraufhin wird eine Suchaktion bis nach Polen und Tschechien eingeleitet. 5 Tage später kann Schmökel in Bautzen verhaftet werden. Schlussendlich wird er zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Gefängnis veröffentlicht er mit einem Journalisten seine Biografie. Dabei räumt er ein, bereits 1982 seinen Halbbruder getötet zu haben. Die darauf folgenden Ermittlungen konnten ihm die Tat jedoch nicht nachweisen. Laut Gutachtern leidet Schmökel unter nicht therapierbaren psychischen Problemen. Seit 2017 befindet sich der heute 60-Jährige in der JVA Luckau-Duben in Brandenburg. Der Fall Schmökel hat für intensive Verschärfungen des Freigangs gesorgt, da es ihm mehrfach gelungen ist, aus Anstalten zu entkommen. Der nächste Fall hat in ganz Bremen und weit darüber hinaus für Entsetzen gesorgt. Zunächst meldet sich die Polizei 2021 mit einem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit. Der 46 Jahre alte Marco W. aus Bremen-Neustadt gilt als vermisst. Doch zu diesem Zeitpunkt ist der Mann bereits tot. Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Szenario aus. Im April 2020 soll Marco von 3 ihm offenbar bekannten Männern gefesselt und gefoltert worden sein. So lange, bis er seine Kontokarte samt PIN herausrückt. Das Trio soll das Opfer dann in den Keller des Hauses gebracht und dort erwürgt haben. Die Beute war nur ein paar tausend Euro. Besonders perfide ist die Tatsache, dass die Täter auch das Handy des Opfers geklaut haben. Vom Mobiltelefon aus verschickten sie dann regelmäßig Nachrichten an die Schwester des Opfers. Die ging lange Zeit davon aus, dass ihr Bruder noch lebt. Infolgedessen ist sie erst Monate nach dem Mord stutzig geworden. Als sie gesehen hat, dass der Briefkasten überquillt, schaltet sie die Polizei ein. Erst 1,5 Jahre nach der Tat werden die 3 mutmaßlichen Mörder in Untersuchungshaft genommen. Doch der Prozessauftakt verzögert sich und das Landgericht Bremen lässt eine Frist verstreichen. Die 3 mutmaßlichen Täter müssen daher wieder aus der Haft entlassen werden. Seit Februar diesen Jahres ist der Prozess eröffnet. Laut Staatsanwaltschaft haben die 3 Männer Marco W. nach dem Mord zerstückelt und die Leichenteile in und um Bremen vergraben. Im Landkreis Verden konnte schließlich der Torso des Opfers entdeckt werden. Alle übrigen Körperteile fehlen bis heute. Das Opfer galt zu Lebzeiten als hilfsbereit, freundlich und äußerst verlässlich. Offenbar ist er wegen 1000 Euro bestialisch getötet und zerstückelt worden. Der Prozess soll bis mindestens Juni diesen Jahres gehen, vermutlich aber deutlich länger. Die 3 Angeklagten und mutmaßlichen Mörder sind laut unserem Kenntnisstand auf freiem Fuß. Die kleine Schwester von Marco W. kämpft seit Jahren mit aller Kraft und allen Mitteln für das Recht ihres Bruders. 2004 geht im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel ein Notruf ein. Die 7 Jahre alte Angelina hat sich gegen Abend auf den Weg zu einer Freundin gemacht. Als sie jedoch nicht, wie abgemacht, vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause ist, ruft ihre Mutter die Polizei. Das Mädchen ist offenbar bei der Freundin angekommen und hat sich, wie versprochen, pünktlich auf den Heimweg gemacht. Doch zu Hause kommt sie nie an. Bei der Suchaktion fällt den Beamten ein 17 Jahre alter Junge aus der Nachbarschaft auf. Er hat sich besonders eifrig an der Suche beteiligt. Den Ermittlern kommt das derart verdächtig vor, dass sie noch in derselben Nacht die Wohnung durchsuchen. In einem Pappkarton auf dem Balkon finden sie Angelinas Leiche. In den Vernehmungen gesteht Patrick, Angelina in einen Keller gelockt, missbraucht und dann getötet zu haben. Im Anschluss legt er ihren Leichnam auf den Balkon der elterlichen Wohnung. Die Eltern haben nichts von der Tat gewusst und sogar noch bei der Suchaktion geholfen. Gutachter stellen bei Patrick eine schwere Persönlichkeitsstörung fest. Das Hamburger Landgericht verurteilt den Angeklagten zu 8 Jahren Jugendstrafe. Daneben ist die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet worden. Für die Mutter ist das Urteil wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hat ihre über alles geliebte Tochter Angelina verloren. Kurz nach Urteilsverkündung greift sie den Mörder ihrer Tochter an und schlägt ihm ins Gesicht.
Eine Reaktion, die mehr als verständlich ist. Der Mörder, Patrick S., sitzt entweder noch in der Psychiatrie oder, was deutlich wahrscheinlicher ist, er ist bereits entlassen worden und lebt mitten unter uns. Der 13-jährige Stefan Lamprecht wohnt bei seiner alleinerziehenden Mutter in Kiel. Das Highlight des Jahres sind für ihn die Sommerferien. Die verbringt er wie immer bei seinem Vater und bei seiner Oma in Berlin. So auch im Jahr 1995. Am 2. August besucht er mit einem Freund das Freibad in Pankow. Als Stefan bemerkt, dass er seine Badesachen vergessen hat, macht er sich gegen 15 Uhr von der Wohnung seiner Oma auf den Weg, um sie zu holen. Mit den Sachen im Gepäck macht er sich rund eine Stunde später auf den Rückweg. Doch es vergehen Stunden. Als die Sonne untergeht und der sonst so zuverlässige Stefan immer noch nicht zurück ist, erstattet sein Vater eine Vermisstenanzeige. Obwohl das ganze Gebiet durchforstet wird, fehlt von dem Jungen jede Spur. 6 Tage später entdecken Arbeiter die nackte Leiche des Jungen auf der Mülldeponie Schöneiche. Die Obduktion zeigt, dass Stefan mit unzähligen Messerstichen getötet und sexuell missbraucht wurde. Seine Kleidung samt der Schwimmsachen sind jedoch bis heute nicht aufgetaucht. Die Ermittler gehen jeder Spur nach und versuchen, jedes erdenkliche Szenario zu visualisieren. Doch eine heiße Spur gibt es nicht. Auffällig war, dass Stefan eine erhebliche Menge Alkohol im Blut hatte. Es ist davon auszugehen, dass der sadistische Täter den Jungen damit gefügig gemacht hat. Das Täterprofil macht deutlich, dass der Mörder die Tat akribisch geplant und sie sich im Vorfeld unzählige Male vorgestellt haben muss. Eventuell hat er auch mit jemandem darüber gesprochen. Da Stefan in Berlin außer dem einen Freund keinerlei Kontakte hatte, muss er zufällig vom Täter angesprochen worden sein. Das Tötungsdelikt an Stefan Lamprecht ist seit fast 30 Jahren ungeklärt. Die Eltern sind bis heute nicht darüber hinweggekommen. Auf der Insel Usedom wird im März 2019 die 18-jährige Maria K. tot aufgefunden. Schon vor Ort gehen die Polizisten von einem Tötungsdelikt aus. Der Leichnam hat diverse Schnittverletzungen aufgewiesen. Schon bald darauf werden 2 Bekannte von Maria als mutmaßliche Täter verhaftet. Nachdem die Beweise ausreichend sind, kommt es zum Prozess. Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden Täter Maria am 18. März 2019 unter einem Vorwand besucht. Hinterhältig hält einer der Täter sie dann aus dem Nichts fest und der andere sticht unzählige Male auf sie ein. Als Motiv wird Mordlust festgestellt. Die beiden Männer haben Maria gezielt ausgesucht. Sie wollten einfach sehen, wie ein Mensch stirbt. Gutachter schätzen die Täter als narzisstisch, aggressiv und grausam ein. Zudem sprechen sie von einer seelischen Abartigkeit. Besonders tragisch ist, dass Maria zum Tatzeitpunkt schwanger war. Von Reue ist im Prozess bei den Tätern nichts zu sehen. Provokant zeigen sie den Mittelfinger. Der 19 Jahre alte Täter erhält 12 Jahre Jugendhaft und der 21-Jährige eine lebenslange Haftstrafe und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Marias Mutter sagt im Prozess zu den Tätern, Zitat, »Ich vergebe euch nie. Ich werde euch immer hassen. Keiner gibt mir meine Tochter und mein Enkelkind zurück.« Im September 2019 kommt es in Göttingen zu einer entsetzlichen Tat. Frank N. lauert seiner Ex-Freundin Astrid auf und greift sie mit einem Messer an. Er sticht auf sie ein und überschüttet sie dann mit Benzin. Anschließend steckt er sie in Brand. Offenbar hat er sie aus Wut wegen der vorangegangenen Trennung getötet. Als eine Freundin von Astrid eingreifen will, tötet Frank N. auch sie. Nach der Tat flieht Frank N. vom Tatort. Mit Drohnen, Spürhunden und hunderten Polizisten beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Am nächsten Morgen wird der Täter 80 Kilometer entfernt in einem Zug gesehen, doch er entkommt erneut. Nachdem Frank seinen Anwalt kontaktiert, kann er 2 Tage später, nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt, verhaftet werden. Laut Staatsanwaltschaft hat der Täter zuvor bereits 14 Jahre wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis gesessen. Nun ist er zum eiskalten Doppelmörder geworden. Das Landgericht Göttingen verurteilt den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zudem ist die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Laut den Sachverständigen leidet Frank N. unter einer Persönlichkeitsstörung.
Auf Zurückweisung und Enttäuschung reagiert er mit einem extrem aggressiven Verhalten. Bereits in der Beziehung soll er Astrid gedroht haben, dass er sie tötet, wenn sie ihn betrügt. Der Rechtsmediziner sprach in seiner Beurteilung von einem Overkill. Die beiden Opfer hatten keine Chance. Der Mitte 50-jährige Frank N. befindet sich nach wie vor in einem Gefängnis in Niedersachsen. Im August 2007 macht sich die 14 Jahre alte Hanna aus Königswinter in NRW auf den Heimweg. Doch zu Hause kommt sie nie an. Es beginnt eine 5 Tage andauernde Suche nach dem Mädchen. Dann wird eine weibliche Leiche entdeckt. Sofort ist klar, dass es sich um Hanna handelt. Sie ist entführt, missbraucht und dann getötet worden. Die Medien berichten damals in ganz Deutschland über den Fall. Die Ermittler gehen Tag und Nacht sämtlichen Hinweisen nach. An Hannas Leiche wird wenig später eine DNA-Spur sichergestellt. Hunderte Männer aus dem kleinen Dorf werden dann zum Speicheltest gebeten. Unter den Männern ist tatsächlich auch der Täter. Es ist der damals 25 Jahre alte Tscheche Zdeněk Hrbač. Er hat in der Nähe des Tatorts eine kleine Firma geführt. Im Prozess stellt sich heraus, dass der Täter eigentlich homosexuell ist. Auf Hanna sei er zufällig gestoßen. Er wollte einfach wissen, wie sich Sex mit einer Frau anfühlt. Nur deshalb habe er sie missbraucht und getötet. In Bonn wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Zudem stellt die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest. Der Vater von Hanna hat einige Zeit nach dem Mord eine Stiftung für Opfer sexuellen Missbrauchs gegründet. Noch heute erinnert eine kleine Gedenkstätte in der Nähe des damaligen Tatorts an Hanna. Im März 2020 findet ein Spaziergänger an einem Ufer in Ludwigshafen den offenbar leblosen Körper der 17 Jahre alten Zoe Z. Am nächsten Tag verstirbt das Mädchen im Krankenhaus. Laut Obduktion ist sie sexuell missbraucht und erwürgt worden. Von weitem hatte der Zeuge auch gesehen, dass sich ein junger Mann vom Tatort entfernt hat. Handydaten und Ermittlungen führen schnell zum gleichaltrigen Lukas V. Er gibt zu, Zoe im Internet kennengelernt und sich mit ihr für ein Treffen verabredet zu haben. Doch mit dem Mord habe er nichts zu tun. Doch die Beweislast ist erdrückend. Im Prozess vor dem Landgericht Frankenthal stellt sich heraus, dass der Angeklagte bereits zuvor mehrere Mädchen sexuell missbraucht hat. Am Tattag hat er sich mit Zoe getroffen und sie dann am Villas in Weiher missbraucht. Dabei hat er sie so lange gewürgt, bis das Mädchen schließlich bewusstlos geworden ist und schwerste Hirnschäden davongetragen hat. Lukas V. zeigt vor Gericht keinerlei Reue. Er schaut die Angehörigen von Zoe an und grinst ihnen sogar ins Gesicht. Wie extrem schmerzhaft das für die Familie des Opfers gewesen sein muss, ist kaum vorstellbar. Als Zoe auf der Intensivstation gelegen hat, haben sie unzählige Stunden an ihrem Bett gewacht. Sie haben gebetet, dass Zoe überlebt. Doch leider ist sie in Verletzungen erlegen. Das Gericht verurteilt den Angeklagten im Jahr 2022 nach Jugendstrafrecht. Er wird zur Höchststrafe von 10 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat gefordert, dass nach der Strafe eine Sicherungsverwahrung verhängt werden sollte. Davon sah das Gericht aber ab. Beim Angeklagten würde es sich nicht um einen hoffnungslosen Fall handeln, so das Landgericht Frankenthal. Nach Verbüßung von 2/3 seiner Haftstrafe oder nach spätestens 10 Jahren ist der Täter, Lukas V., vermutlich wieder auf freiem Fuß. Er bekommt eine zweite Chance. Dem Gericht scheint abhanden gekommen zu sein, dass sie keinen Eierdieb verurteilen, sondern einen eiskalten Mörder. Die völlig unschuldige und liebenswerte Zoe Z. hat keine zweite Chance bekommen. Und ihre Familie muss mit dieser Gewissheit den Rest ihres Lebens verbringen. Fritz Angerstein zieht 1921 zusammen mit seiner Frau in die hessische Stadt Haiger. Als Direktor einer Kalksteingrube hatte er ein hohes Monatsgehalt. Dennoch geriet er in Schwierigkeiten. In den darauffolgenden Jahren wird immer deutlicher, dass Angerstein eine große Summe in der Firma, in der er angestellt war, unterschlagen hat. Also heckt er einen ungeheuren Plan aus. Am 1. Dezember 1924 tötet er seine Frau mit unzähligen Messerstichen. Anschließend ermordet er die im Nebenzimmer schlafende Schwiegermutter.
Als seine Schwägerin nachts in die Villa kommt, in der alle gemeinsam leben, tötet Angerstein auch sie mit einer Axt. Am nächsten Tag tötet er nacheinander 5 Hausangestellte, darunter den Buchhalter und den Gärtner. Anschließend steckt er die Villa in Brand, geht einkaufen und verletzt sich bei seiner Wiederkehr selbst schwer mit einem Messer. Als Nachbarn den Rauch bemerken, verständigen sie die Polizei. Angerstein sagt aus, überfallen und angegriffen worden zu sein. Zunächst glauben ihm die Ermittler und die Medien auch. Doch dann fällt allmählich auf, dass fast alle seine Angaben nicht mit dem Tatablauf übereinstimmen können. Beispielsweise wiesen die Leichen bereits eine Totenstarre auf und an jeder Tatwaffe wurden seine Fingerabdrücke sichergestellt. Noch am Krankenbett wird Angerstein über Stunden verhört. Schließlich gesteht er, 8 Menschen vorsätzlich und mutwillig getötet zu haben. Den Plan hatte er zuvor samt Alibi ausgeheckt, um anschließend Geld von der Versicherung zu kassieren. Doch die Ermittler haben den Braten gerochen. Das Landgericht Limburg verurteilt Fritz Angerstein zum Tode. Kurz darauf wird er enthauptet. Günther Hermann Ewen ist 1962 im Saarland geboren. Der gelernte Betonbauer ist bereits in seiner Jugend wegen seines exzessiven Alkoholkonsums aufgefallen. Als junger Erwachsener treibt er sich als Spanner herum. Nachdem er eine Haftstrafe wegen eines sexuellen Missbrauchs abgesessen hat, lebt Ewen anschließend nur noch in den Tag hinein. Er zieht in Dilling von einer Kneipe zur nächsten. Am 16. Mai 99 kommt es in einer Diskothek zu einem Streit, nachdem Ewen die Rechnung nicht bezahlen konnte. Daraufhin besorgt er sich von einem Freund eine Pumpgun und erschießt anschließend den Geschäftsführer und den Türsteher der Disco. Danach schießt er in die Menge und flieht. Dabei verletzt er 8 Personen. In seiner Nachbarschaft erschießt Ewen dann ein Ehepaar. Im Anschluss flieht er nach Frankreich, wo er einen weiteren Mann tötet. Nach einigen Tagen auf der Flucht quartiert er sich in einem Hotel in Luxemburg ein. Als Ewen irgendwann bemerkt, dass die Polizei sich nähert, tötet er sich mit der Pumpgun selbst. Insgesamt hat der 36-Jährige zuvor 5 Menschen getötet und 11 verletzt. Der 34-jährige Stefan M. lebt 2017 in Leipzig-Plagwitz in Sachsen. Dort ist er bei einem Logistikunternehmen beschäftigt. Am Abend des 1. Oktober macht er sich auf den Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Dafür benutzt er wie üblich die S-Bahn. Gegen 22.10 Uhr macht er sich von der Haltestelle zu Fuß auf den Weg zu seiner rund 700 Meter weit entfernten Wohnung. Kurz darauf geht ein Notruf bei der Polizei ein. Stefan M. ist auf dem Rückweg von einem oder mehreren Tätern mit einem Messer niedergestochen worden, direkt vor seiner Haustür. Trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen können die Rettungskräfte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Ermittler gründen damals eine Soko und ermitteln sofort im Bekanntenkreis des Opfers. Sie verteilen Flyer in der Umgebung und wenden sich mit Überwachungsaufnahmen aus der S-Bahn an die Öffentlichkeit. In der Hoffnung, dass sich Zeugen melden, die Stefan zuletzt lebend gesehen haben. Doch auch die können keine hilfreichen Angaben machen. Zwar gehen bei der Kriminalpolizei in Leipzig mehr als 1800 Hinweise ein, doch keiner führt zu dem oder den Tätern. Auch von der Tatwaffe fehlt bis heute jede Spur. Am Tattag haben in der Nähe einige Veranstaltungen stattgefunden. Unter anderem hat Rin ein Konzert gegeben. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Zeugen von außerhalb etwas gesehen haben, die extra für das Konzert in die Stadt gekommen sind. Für Hinweise, die zur Klärung des Falles beitragen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Bis heute ist der Mord an Stefan M. ungeklärt. Der oder die Täter laufen demnach frei herum. Die ursprünglich aus China stammende Li Yangji verlässt am 11. Mai 2016 gegen Abend ihre Wohnung in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Die Studentin hat an der Uni Architektur studiert und stand kurz vorm Master. Als sie auch am Abend nicht von ihrer Joggingrunde heimkehrt, beginnt die Polizei sie zu suchen. 2 Tage später wird die spärlich bekleidete Leiche von Li im Bereich des Friedensplatzes entdeckt. Nach der Obduktion ist klar, dass sie missbraucht und getötet wurde. An ihrer Leiche ist zudem eine fremde DNA-Spur sichergestellt worden. Nachdem diverse Zeugen vernommen wurden, kommen die beiden 20-jährigen Xenia L. und Sebastian F. zum Verhör.
Das Paar sagt aus, dass die DNA-Spur von ihnen stammen könnte, da sie in der Nacht vor dem Mord einvernehmlichen Sex mit Lee hatten. Doch die Ermittler zweifeln an der Aussage. Bald darauf werden die beiden wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes verhaftet. Skurril ist der Umstand, dass Sebastians Mutter und sein Stiefvater Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt waren. Später wird man ihnen vorwerfen, dass sie die Ermittlungen gezielt verschleppt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Tathergang aus. Xenia hat Lee unter einem Vorwand in eine leerstehende Wohnung gelockt. Darin hat Sebastian gewartet. Er hat sie dann über Stunden missbraucht und misshandelt. Anschließend wirft er die schwer verletzte Frau aus dem Gebäude in eine Mülltonne. Nach der Tat hat er bis zu seiner Festnahme rund 40 Mal mit seiner Mutter telefoniert und von dem Mord berichtet. Ende 2016 werden Xenia und Sebastian vor dem Landgericht Dessau-Roßlau angeklagt. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und sie eine 5-jährige Haftstrafe wegen sexueller Nötigung. Die Mutter von Sebastian und sein Stiefvater sind straffrei geblieben. Laut Staatsanwaltschaft haben sie die Ermittlungen nicht behindert. Die Eltern von Li Yangji sind während der gesamten Zeit über immer wieder nach Deutschland gereist. Über den Mordfall ist damals auch umfangreich in den chinesischen Medien berichtet worden. In einem Mehrfamilienhaus in Kiel machen sich einige Nachbarn im Juni 2016 Sorgen um ihre 72-jährige Nachbarin, Linde Perret. Sie haben die schwerhörige und auf eine Gehhilfe angewiesene Dame seit einigen Tagen nicht gesehen. Als die Polizei verständigt wird, finden sie beim Öffnen der Wohnung den leblosen Körper von Linde vor. Laut Obduktion hat sie bereits seit Tagen tot in ihrer Wohnung gelegen. Als Todesursache werden massive Gewaltverletzungen festgestellt. Linde ist Opfer eines Verbrechens geworden. Die Dame hat seit 2002 in Kiel gelebt und das Haus meistens nur für kleinere Besorgungen verlassen. Offenbar ist der Täter ihr dabei nach Hause gefolgt. In der Wohnung fehlten beim Auffinden der Leiche eine Jacke und die Geldbörse des Opfers. Letztes Jahr ist der Fall neu aufgerollt worden. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die in den Tagen vor oder nach dem Mord etwas Auffälliges gesehen haben könnten. Offenbar wurden damals am Tatort DNA-Spuren sichergestellt. Doch dazu sowie zu den genauen Umständen des Todes halten sich die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Der Mord an Linde Perret ist inzwischen seit 7 Jahren ungeklärt. Im Januar 2004 kommt es in Schöten bei Jena zu einem entsetzlichen Verbrechen. Die 35-jährige Speditionskauffrau Doreen S. macht sich am frühen Morgen auf den Weg zur Arbeit. In der Einfahrt ihres Hauses wird sie in ihrem VW Beetle brutal ermordet. Der Täter feuert fast ein ganzes Magazin auf sie ab. Die Tat glich einer Hinrichtung. Handfeste Spuren gibt es damals so gut wie keine. Die Ermittlungen verlaufen im Sand und der Fall wird zu den Akten gelegt, über viele Jahre. Doch vor ein paar Monaten kommt nach 19 Jahren wieder Bewegung in den Fall. Laut Staatsanwaltschaft ist der damalige Noch-Ehemann von Doreen S. verhaftet worden. Das Ehepaar stand damals kurz vor der Scheidung. Es besteht die Möglichkeit, dass er damals Auftragsmörder angeheuert hat, um seine Frau zu töten. In diesem Zug sind noch 3 weitere Männer im März diesen Jahres festgenommen worden. Der Haftrichter soll in allen Fällen Untersuchungshaft angeordnet haben. Wenn sich die Beweislage erhärtet, muss schon bald Anklage erhoben werden, damit die Frist eingehalten werden kann. Dann können der oder die Täter nach fast 20 Jahren doch noch ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Schreibt gerne in die Kommentare, aus welchem Bundesland ihr kommt und nennt uns weitere Fälle aus Deutschland. Wir wollen in unseren zukünftigen Videos auch mehr auf ungeklärte Morde aufmerksam machen, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Denn wie man anhand von vielen Beispielen sieht, werden manche Mörder auch viele Jahre nach der Tat noch gefasst. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos.